Der hat irgendwie so viele Zähne, oder? Sind die Zähne zu viel? Was ist das? Das ist ein schwarzes Loch. Drei. Zwei, eins. Null. Konfetti. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer wunderbaren Ausgabe unserer Supershow. Mit dabei heute wieder unser gut aussehender, leider nur zu hörender Moderator Tobi und unsere Superkandidatin heute, Antonia. Hallo. Mein Name ist falsch geschrieben, da steht Reim. Tobi, wie kannst du meinen Namen falsch schreiben? So, Regie, bitte auf die Kandidaten. Stell dir mal vor, nicht auf mich. Ja, ich bin Reif, ich bin 27 und ich bin bereit zu gewinnen. Okay, Antonia. Hallo. Ich bin Antonia, ich bin 54 Jahre alt und bin super froh, bei dieser Show dabei sein zu dürfen. Ja, Leute, und heute erraten wir gemeinsam tatsächlich, Antonia, jetzt kommt's. Ja, ich weiß nämlich noch nicht. YouTuber an ihren Zähnen. Ah, easy. Ja, los geht's mit dem ersten. Antonia, ich würde sagen, wir spielen es ganz simpel. Sobald du es weißt, schreist du den Namen einfach rein und Tobi wird judgen, wer, bei wem es, also er. Ne? Genau. Also es sind wirklich manche, die sind ein bisschen schwerer und manche, die kann man eigentlich easy erraten. Okay. Dürfen wir so oft reinrufen, wie wir wollen? Wenn du reingerufen hast und der falsch ist, dann darf Sebastian und wir fangen an mit dem in 3, 2, 1. Ich habe gesagt, es ist schwer. Unsympathisch. Lol, what? Woher wusstest du das? Weil ich das Bild kenne. Ich kenne das Bild. Ich habe das geschossen. Ich habe das geschossen. Okay, Punkt für Reef. Was? Reef. Nein, nein. So geht das nicht. Aber Antonia war knapp, ne? Der nächste Mund, also es geht natürlich immer um YouTuber, ne? In 3, 2, 1. Au. Kann man schon erahnen, welches Geschlecht? Ja, es ist weiblich. Dagi Bee. Digga, was? Was? Alter, Antonia, du bist richtig gut. Ja, Antonia hat keinen Punkt gemacht, das war ich. ich hab zuerst überlegt, Bibi. Dann dachte ich aber, nee, Bibi würde man sehen, no front. Und dann dachte ich mir, klar, Tobi kennt nur Bibi und Dagi, weibliche YouTuberin. Und Katja, also muss es Dagi sein. Gut, nächste Kandidat. Okay, 3, 2, 1. Hä? Das ist viel zu schwer. Nee, den kann man... Ach, ich gebe gleich jetzt Tipps. Wenn ihr gar nicht weiter wisst, dann gebe ich einen Tipp. Kennen Antonia und ich die Person persönlich? Du auf jeden Fall. Antonia auf jeden kann Fall. Auch sein. Das ist nicht Papa Platte, oder? War das dein Call? Die Papa Platte doch... Ist es Papa Platte? Nein. Dach, Blatt! Hätte aber ein bisschen sein können. Ja, aber Papa Platte hat so richtig fetten Abstand zwischen den Zähnen. Da ist eine richtige Autobahn dazwischen einfach. So ein Tunnel. Das war's komplett. Es ist auf jeden Fall ein Mann. Ich mache auch noch einen Guess. Lass mich... Mein Guess ist... Ich habe keine Ahnung. Das sind schöne Zähne. Ist schön. Ja. Ja, mit den Zähnen isst man auch gerne Chips vielleicht. Crispy Rock? Oh. Richtig. Boah, die hat ja schöne Zähne. Alter, die Zähne sind richtig geil. Das Bild ist richtig scheiße, Junge. Stark. Antonias war gut gespielt. Gutes Comeback? Ja. Okay, nächster Kandidat. Okay, 3, 2, 1. Was? Was ist denn jetzt los? Das ist ein Minecraft-Villager, oder? Tobi, wer ist das? Warte, zählt das? Ja, klar. Ja, natürlich. Digga, das ist ein Spiel. Guter YouTuber. Okay, gut, ja. Der nächste Kandidat in 3, 2, 1. Das ist nicht Papa Platte. Nee, das ist er nicht. Ist Papa Platte. Also die Person, die sollte man, die solltest vor allem du kennen. Oder ihr beide sogar. Trimax. Alter, wer hat zuerst gesagt? Ich glaube, meine Kopfhörer sind gerade kaputt gegangen. Wer hat denn zuerst gesagt? Wir haben es gleichzeitig gesagt, ne? Ja, jeder einen Punkt. Ja, aber ich bin gut dabei. Also wie findest du das Format bis jetzt? Also ich finde die Aufziehung vor allem sehr gut. Professionell, ne? Ja, ist professionell. Okay, dann nächste. Der nächste Kandidat. Oh, weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus wie das Logo von Evive. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, wer es ist. Nee, das ist nicht Evive. Papa Platte? Nein. Na, ich sag einfach immer Papa Platte. Ist Marcel Scorpion? Nein, auch nicht. Hä? Ist das ein Streamer? Er streamt auch, ja. Eher YouTuber? InScope! Oh, das wird sein. Alter, hat der eine Trümmerfresse. Krass. Nico, Junge. Nee, sorry. Das war aber stark. Ja, dafür habe ich ein Trümmerface, was soll ich sagen? Nächste Runde. Okay, die nächste Runde ist... Oh. Bibi. Richtig. Ja, Tobi, warum? Warum? Falsches Bild. Warum steht da Julian? Hätte ich auch gewusst. Okay, weiter geht's. Das nächste in 3, 2, 1. Papa Platte. Nein. Mann. Ich glaube, es ist eine Frau. Ja, stimmt. Ah, ich weiß es, glaube ich. Ich weiß es. Ich kann... Ah, ich weiß es. Kelly Mrs. Vlog? Nein. Oh, das hätte ich auch gesagt. Ist es ein Mann? Es ist keine Frau. Es ist ein Mann. Paluten, klar.
Nee. Maxify. Nee. Ich gebe mal einen Tipp. Blau. Rezo! Renzo! Alter! Der ist so hübsch, oder, Antonia? Ja, schönes Bild auch. Aber schade, dass der nicht in Madeira wohnt. Naja, kann ja alles noch kommen, wenn er flüchten muss dann. Antonia, ich lieg Doppelpunkten vorne gerade, ne? Ja, aber das liegt nur daran, weil Tobi nicht zählen kann. Also eigentlich würde ich führen. Okay, ich gebe dir einfach einen Punkt. Ja, richtig so. Okay, nächste Runde. Montana Black. Oh, shit, ja. Ja, ich finde, Montana Blacks Mund sieht manchmal aus wie der Mund vom Hexenmeister von Herr der Ringe. Nicht böse gemeint. Kann man das nicht böse meinen? Wenn ihr jetzt nicht innerhalb einer Sekunde erratet, okay. Schande. Papalatte. Oh, fuck. Oh, Kevin hat so ein außergewöhnliches Gebiss, oder? Antonia, findest du nicht auch? Wunderschön. Ich weiß es nicht. Gut, dann die nächste Person. Oh, ja, jetzt gesagt, das wäre wieder Bibi, weißt du, wegen dem. Ja. Aber das hatten wir ja schon. Dagi ist es auch nicht. Ist aber eine Frau. Ich denke an Sonny Loops, aber das wird es nicht sein. Lob ist sie auch. Katja? Nein. Nee, Katja grinst Katja nicht hat so. Doch Lippen. Also, Katja hat doch nicht so Lippen. Wollte ich gerade sagen. Nee, das ist. Habt ihr vielleicht nicht direkt auf dem Schirm? Kim Lian. Was? Wer ist das? Das? Klar, Julia Beautix. Nee. Nee. Hm? Reef schaut sich die Lippen von allen Frauen sehr genau an. Das, Okay, nee, das ist. Moment. Saftiges Gnu. Hä? Nee, sie ist blond. Wer ist denn noch blond in Deutschland? Sonny Loops. Komm, Sonny Loops. Nee, auch falsch. Soll ich auflösen? Ja. Jana Riva. Ja, okay. Jana Riva. Hätte ja. man drauf kommen können. Hätte ja, man hätte drauf man kommen können. Auf die Lippen hätte man kommen können, ja. Die nächste Person, auch jetzt wieder rausgeschossen. 3, 2, 1. Simon Unge. Ist das Simon? Boah, Digga, ja, stimmt. Ja, hätte man eigentlich direkt am Bart erkennen können. Mit einem roten ja, Bart. Ja, stimmt schon. Ah, Antonia, nicht schlecht. Ach, okay, die nächste Person, das soll ja auch eigentlich schnell erraten werden. Katja. Ja, boah, da war, glaube ich, Grevi als Erster. Oh. Das liegt am Ping. Okay, ich habe jetzt noch zwei Bilder. Wollt ihr erst das ganz Schwere oder das Halbschwere? Mach das ganz Schwere. Okay, ganz dann würde ich sagen, dieses Bild gibt 3 Punkte. Okay. What? Weil dann, wenn Antonia das jetzt schafft. Wo ist mein Katja-Punkt? Okay. Alles klar. 3, 2, 1. Hand of Blood. Nee. Der Held der Steine. Ich fühle mich schlecht, wenn ich euch das hier zeige eigentlich. Julienko! Nee. Der hat irgendwie so viele Zähne, oder? Sind die Zähne zu viel? Wer hat denn so viele Zähne? Ich kann euch direkt auflösen, ihr werdet nicht drauf kommen. Boah, sicher? Ja, 1000%. Kennen wir die Person? Das ist ein Stockfoto, was ich benutzt habe. Was soll das denn? Ja, ich habe einfach nur reingebraucht. Was soll denn das? Einfach ein Stockfoto, was man benutzt. Warte, habe ich nach dieser Person noch eine Person? Nein, ich glaube, das war's. Okay, also jetzt die finale Entscheidung. Es gibt jetzt 4 Punkte. Oder nee, sagen wir 5. Okay. Okay? 3, 2, 1. Was ist das? Ein schwarzes Loch. Es ist extra nicht. Gut, ihr seht, das ist nicht der normale Gesichtsausdruck von dem YouTuber. Das ist einer der größten, also der größten YouTuber. Julien Bam! Ah, der ist. Ist es Julien? Ja! Ich bin der Zahnarzt von YouTube! Antonia, es war unglaublich geil. Ich freue mich auf die nächste Aufgabe von Wer kann das denn wissen? Ich bin froh, dass du dabei gewesen bist, Antonia. Es hat echt Spaß gemacht. Danke, Tobi. Vielen Dank. Und ich bin an der Stelle raus. Schaut lieben gerne bei Antonia vorbei. Und macht's gut, haut rein. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.